ja! Juhu! Yippie! Hey Leute, hier ist Niron hier. Herzlich willkommen bei einem Gameplay-Commentary mit mir und Nai. Servus Leute! Nai aka Nikros, mit ihm werde ich wahrscheinlich öfters jetzt ein paar Videos machen, also haltet euch schon mal fest, das Gameplay kommt nicht von ihm. Ja, ich habe natürlich mal meine ganzen COD-Skills aus der Kiste geholt. Schon lange her, das letzte Mal. Battlefield. Ist das hier nicht das COD? Das letzte Mal COD Black Ops 2 auf der PS3 gespielt vor ungefähr 2 Monaten. Zwei Monate? So. Ja, ich war Prestige 6, muss ich sagen. Aber. Cheats. Ja, ich weiß. Prestige-Hack kennt man doch. Ja, klar. Ja, wir wollen halt nicht so viel über das Commentary einfach mal so frei aus der Schnauze erzählen, weil ich denke mal, das ist auch einfach dann authentischer, witziger. Okay, ich weiß nicht. Das sind doch sowieso. Naja, Niron, kannst du dir jetzt mal angucken, wie ich die schön weggerotzt habe? Ist natürlich allererste Sahne. Ich könnte dich auch jetzt einfach fragen, was du für Perks hast, weil du hast mich gerade nicht hingeguckt. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was ich da benutzt habe, aber ich sag einfach mal Marathon, weil Marathon hat man immer bei COD, egal welches, egal wann, zu jeder Zeit. Habt ihr denn immer Marathon? Könnt ihr mal in die Kika-Kommentare schreiben, so... Naja, wenn man... Nein, was bist du für ein Opfer, ey? Man braucht das gar nicht. Schreibt Kommentare. Ja, naja, gut, ich finde bei COD ist immer so, man braucht Marathon wenn, oder irgendwas Leichtgewicht. Wenn man nicht schnell unterwegs ist bei COD, dann... Ich muss auch hier hat sagen. Man schon gleich gesehen, da war ich wieder nicht schnell genug weg und da habe ich schon gleich wieder das Messer ins Gesicht gekriegt. Obwohl du Marathon hast. Obwohl ich mach. Verdammt. Ja, und Marathon-Zept. Wie gesagt, ich bin ja noch voll der Bob, also voll der Low-Bob, wie ihr immer sagt, oder Noob oder was auch immer, in COD, weil ich einfach nicht an COD gewöhnt bin. Ich habe ja immer nur Grives gespielt und das ist ja nochmal eine andere Hausnummer, gell? Naja, ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf die ganzen Hater, die jetzt nach dem Video schreiben. Ey, nein, du kannst ja überhaupt nichts, Alter. Guck dich mal an, versteckst dich hier hinter der Schubkarre mit dem ganzen Kartons drauf. Die sieht ja überhaupt keiner, dann holst du sie von hinten. Aber naja, ich war wirklich nicht sonderlich gut in der Runde. Aber ich glaube, ein oder zwei Szenen sind dabei. Wir haben mal reingeschaut, wo ich einmal ganz gut was gerissen habe. Waren ganz akzeptabel eigentlich. Die waren ganz akzeptabel, ja. Aber naja, wirklich groß war es nicht dabei. Wir wollen einfach mal ein bisschen unseren Senf dazugeben. Ja, einfach mal... Für etwas Unterhaltung sorgen, auch wenn es wirklich nicht wirklich. Ja, also ich habe auch nicht wirklich gerade richtig geschafft, mir die Waffe zu nehmen. Da wollte ich hier die SATCOM erst wieder aufnehmen, habe mir dann eine Waffe geschnappt, war dann ganz zufrieden damit und hier direkt den abgefangen. Spielverderber, wusste schon, dass ich ein guter Spielverderber bin. Nicht wirklich, oder? Doch. Ja, immer Spielverderber. Ich habe hier mir einen komplett neuen Account angelegt, falls ihr es nicht gemerkt habt. Hier spiele ich nicht mit Niron hier, sondern mit Duselgrusel. Wie ich auf den Namen kam, das kann ich euch leider nicht verraten. Das war einfach irgendwie. Das ist ein Geheimnis. Gequälter Dünnfall. Nein, eigentlich ist das total tiefgründig, nur er will es uns einfach nicht verraten. Dünnfall, das ist mein neues Wort, was ich gerade entwickelt habe. Dünnfall. Dünnfall ist so ein Mix aus Durchfall und Dünnschiss. Dünnfall. Ey, wenn das jetzt das ist eigentlich revolutionär. Wenn das jetzt mal keinen Daumen hoch gibt, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Ey, Niron fragt nach Daumen hoch, ey, ja, ist ja voll das Fanboy-Kit, ey, COD hier und so. Ja, ich glaube, hier kommt gleich... Das war extrem viel Glück, ey, der kommt einfach vor mir da reingesprungen, ich konnte ihn schön von hinten holen. Ja, okay. Ja, und da wurde ich dann wieder mal schön weggenatzt. Aber 14-5 geht doch eigentlich, oder? Ja, die Runde war gar nicht so schlecht. Obwohl du am Anfang gesagt hast, dass sie schlecht war. Ja, schlecht im Vergleich zu der Blütezeit von COD. Naja, ich erinnere mich an MW2 und so. Da hat man schon mal das ein oder andere Atombündchen geholt, aber ich weiß nicht, das ist jetzt wirklich auch so mein erster Kontakt mit Ghost eigentlich. Und ich muss sagen, also ich finde das Spiel eigentlich ziemlich geil, aber es hat nicht so ganz das alte Feeling, finde ich. Ja, das war auch episch. Ja, das war geil. Das war einfach episch. Und dann kriege ich natürlich einen USB-V in die Fresse. wie soll's auch in anders sein? Nee, auch wie gesagt, es ist ja mein erstes COD, das habe ich ja Niron Zahn schon erzählt. Niron Zahn ist einfach so ein Projekt, was ich machen wollte, einfach auf so einen Talk. Achso, ja. Also quasi wollte. So ein Scheiß, was wir gerade machen, nur noch sinnfreier. Nee, da wollte ich einfach Themen ansprechen, so Themen, über die mich auch so gerade interessieren und auch Dschungelcamp. Einfach mal an.
das ungefähr, die ich einfach mal ansprechen wollte und mit euch bereden wollte. Deswegen, das hier ist einfach mal so, einfach nur mal Spaß haben. Wisst ihr, Freunde, es ist ja nicht immer nur, man soll das Leben ja nicht immer so ernst machen. Man muss ja auch mal Spaß im Leben haben und das finde ich ist hier einfach mal, wollte ich einfach mal hier mitmachen. Einfach mal mit einem guten Kumpel von mir, mit dem Dein nämlich hier, einfach mal komplett mal, ja, abschalten. Ja, einfach durchschwätzen zum Gameplay und einfach mal probieren zu unterhalten. Ihr könnt ja mal sagen, ob es euch unterhalten hat. Wird wahrscheinlich nicht so sein, weil wir noch voll die Anfänger sind in der Branche hier. Ja, wir quatschen einfach sowas daher. Naja, wenn es euch gefällt, wir können öfter mal so Shit-Talks machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Einfach ja. Mal schön so einen Commentary, ein bisschen Gameplay laufen lassen, einfach was dazu erzählen. Naja, ich hoffe, dass ich in Zukunft vielleicht auch öfters mal ein bisschen dabei bin hier beim Niron. Und das war's auch schon. Hier sehen wir nochmal schön die letzte. Guck mal, hier zwei laufen vors Visier. Und das war's dann auch wieder mit Nironir und. Nein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lasst den dritten Schritt und so, euer Nironir ist out. Yes, sir.